Ja, Leute, wir sind zurück hier im Let's Play Assassin's Creed. Wir haben hier noch einen Bandenkrieg, glaube ich, in ganz London, also der letzte. Und da legen wir jetzt mal direkt los. Vielleicht ist er auch nur der letzte, in dem wir zurück, aber wer weiß das schon. Die sogenannte Bloody Nora hat euch zu einem Bandenkrieg herausgefordert. Alle Waffen sind erlaubt. Viel Glück für beide Parteien. Wie offiziell ist denn das bitte? Einfach loskämpfen, fertig. Die Blighters können uns gar nichts! Easy. Na gut, trete zur Seite, ihr Säcke. Kommt her. Das war nicht falsch. Und dann. Das wird einfach. Und bam bam. What the fuck, wie laggy. Ja, wir haben's. Ladies and Gentlemen, wir sind Jacob und Evie Fry. Und von diesem Moment an arbeitet ihr alle für uns. Ja, neue Sequenz freigeschaltet, deshalb. War das auf jeden Fall sinnvoll. Oh, hier hätten wir nochmal einen Bandenkrieg, aber Level 9. Wir gehen jetzt mal hier zu der Mission. Und die wird richtig interessant. Haben wir hier nicht irgendwo noch einen Schnellreisepunkt? Ging ziemlich schnell, aber Level 9er Bandenkrieg machen wir jetzt nicht nochmal. Denn wäre auch ein bisschen langweilig, die ganze Zeit nur Bandenkriege. Wow, grundlegende Fahrzeugsteuerung lernen wir jetzt kennen, wo wir fast durch sind. Ich glaube echt nicht mehr, dass es noch viel zu tun gibt. Aber umso mehr Zeit gibt es dann für andere Assassin's Creed Spiele, wobei dann vielleicht erstmal eine Pause kommt und vielleicht mal wieder ein Shooter kommt. Gucken wir mal, wie das weitergeht. Müssen wir schon. Ein Brief. Für mich? Ich habe mich gar nicht dahin porten lassen. Hallo, Mr. Fry. Ah, jetzt können wir das hier erst spielen. Okay, dann machen wir das halt. Eine Dinner-Einladung. Und mit wem wirst du heute Abend dinieren? Maxwell Roth. Der Anführer der Blighters? Du gehst nicht hin. Natürlich nicht. Seltsame Bettgenossen, okay, was geht da so? Der Blighters-Anführer. Interessant. Ist natürlich ein wichtiger Mann für uns. Unsere ärgste Konkurrenz, muss man schon fast sagen. Oh, I was
Weg, weg, weg. Ich mag nicht tanzen. Sondern dahin fahren mit der Kutsche. GTA-like, los. Oh scheiße, jetzt habe ich einen Stern. 2 Sterne, 3 Sterne, scheiße. Oh mein GTA muss auf jeden Fall auch mal kommen hier. Oh, sind wir gleich da? Fahren wir da am besten. Ganz ruhig. Fahren am besten ganz ruhig, genau. Kommen wir hier rein? Nein, natürlich nicht. Dürfen wir da überhaupt rein oder müssen wir uns da wieder reinschleichen? Aber wir wollten doch zum Dinner, da sollte man doch schon reinkommen. Ja, los. Ich sehe mal hinten nach. Den Hintereingang aufspüren. Bestimmt war das der, den ich vorhin eigentlich schon gehabt habe. Hallo? Wo ist der Hintereingang? Ah, okay, wir müssen hier. Der Bodyguard quasi reden. Ich möchte zu Mr. Roth. Waffen? Nein, danke. Ich habe meine eigenen. Sie gehören auf die Bühne, Sir. Hier entlang. Nicht so toller Türsteher. Lasst uns einfach mit allen unseren Waffen rein. Ist wirklich eine Bühne. Viele Bühnenkulissen auf jeden Fall. Ja, unser Ehrengast ist gekommen. Komm, nimm Platz. Ich habe schon länger ein Auge auf dich. Ich finde deinen heldenhaften Kampf gegen den großen Crawford Starrick ziemlich beeindruckend. Ich schalte nach und nach deine Männer aus und du bist deshalb nicht verärgert? Ganz im Gegenteil. Überraschungen sind das Salz des Lebens. Bei Mr. Starrick ist es etwas anderes. Ich ersticke in Anweisungen, alle furchtbar langweilig. Warum arbeiten wir nicht zusammen? Und erledigen ihn. Oh, ich weiß nicht so recht. Mein Freund, wenn ich dir keine Möglichkeit verschaffen kann, Mr. Starrick weh zu tun, tja, dann kannst du in dieses Theater hier stürmen und mich stattdessen töten. Was hättest du von dieser Sache? Eine Gelegenheit für ein Späßchen mit dem tapfersten Mann in London. Wir sind im Geschäft. Louis! Meine Kutsche! Sollen wir? What the fuck? Ziemlich leichtsinnige Entscheidung von Jacob, aber mal sehen, was dabei noch rauskommt. Ich weiß nicht, dass ich alleine fahre, oder? Nimm die Zügel. Fahre nach St. Pancras. Und schone die Pferde nicht. Ich dachte, du und Starrick, ihr kämpft für dieselbe Sache. Was ist geschehen? Ach, weißt du, er brauchte meine Dienste, um seine Ganganführer auszubilden. Aber der Mann ist unerträglich. Was du nicht sagst. Freiheit, Jacob. Sie zu stehlen ist weit mehr als eine Sünde. Das beraubt uns unserer Menschlichkeit. Recht hast du. Und St. Pancras kann unser Leid beenden? In dem Bahnhof befindet sich eine große Ladung Sprengstoff auf dem Weg zu Starrick und Co. Und du hast vor, sie zu stehlen? Was? Nein, ich habe vor, sie zu sprengen. Dann sprengen wir sie mal.
Ist lustig, dass ich gerade immer so schneller bin, dass die gar nicht das, was sie zu sagen haben, zu Ende sagen. Oh, ist auf jeden Fall sportlich. In St. Pancras ist ein Zug geparkt. Ich würde gern Starricks Waren beseitigen und großes Chaos dabei anrichten. Warum nicht, Jacob? Warum nicht? Der einfahrende Zug kommt gerade in unsere Richtung. Damit kannst du unbemerkt in den Bahnhof hinein. Falls er nicht zufällig vorher entgleist. Ich würde dir Glück wünschen, aber das brauchst du nicht. Ich sorge derweil dafür, dass Dariks Verstärkung dem Bahnhof nicht zu nahe kommt. Dann nehmen wir mal den fahrenden Zug. Der Sprengstoff ist aber nicht hier drin, oder? Nee. Koppeln wir mal aus Spaß hier ab. Hey, wir sind schon im Bahnhof. Wo sind sie? Bin fast da. Wo ist diese Fracht? Vermutlich da, wo sie die Fracht gerade einladen. Wieso hat kein Doppelattentat gemacht, Mann? Brech ihm das Genick! Halt dir die Zunge raus! Sehen, wie dumm deine Hände sind! Egal, wir können ja ganz schön danach noch alle entzünden. Und Sack. Alter, zünde es doch an! Jacob, mach mich nicht fertig! Hallo, ich hab es... anonym werden, um fortzufahren. Wieso muss man dazu anonym sein, Mann? Keine Bewegung, Kumpel! Wir haben einen Besucher! Soll ich anonym sein? Wehe, das klappt jetzt nicht. Geht doch. Irgendwann werdet ihr Blighters verstehen, dass ich nur euer Bestes will. Weiß nicht, ob sie das mal erkennen werden. Die Alarmglocken nerven mich hier noch ein bisschen. Das war jetzt ein Doppelattentat. What the fuck? Elender Himmelhund! Hier gibt's noch was zu tun. Los. Zwei erledigt. Wäre eine Schande, jetzt aufzuhören. Ja, das wäre echt fies. Ist
Sind die jetzt eigentlich weg von da? Nö, die hat's gar nicht gejuckt. Aufgepasst! Wir haben einen da! Psst, wir haben nichts hier. Alles gut. Erstmal will ich den hier machen. Go! Anzünden. Stimmt, ist da hinten noch was? Oder sogar oben? Ach, gehen wir schon mal nach da hinten. Zu leicht. So, und hier soll noch eins sein. Nur noch eine Lieferung. Komm schon. Ah, das war dann schon die letzte. Easy. Dieser verdammte. Und boom. Ich muss jemand finden, der dieses Eisenross fahren kann. So. Ich habe zu viel Lärm gemacht. Ich muss unauffälliger sein. Was? Unauffälliger sein? Ernsthaft? Easy. Komm schon. Jetzt sind doch schon alle ausgeschaltet, der Strom. Was machst du da? Seien Sie ruhig, bitte. Nicht so laut, Sir. Kein Grund, sich aufzuregen. Was wollen Sie von mir? Ich brauche nur jemanden, der den Kessel führt. Schon gut, ich helfe Ihnen. Tun Sie mir nicht. Schon gut, ich helfe Ihnen. What's all the rockets, I wonder? Oh Mann. Schon gut, ich helfe Ihnen. Hey. Tun Sie mir nichts. Ah, nee, jetzt muss ich rüber zum anderen Gleis laufen. Nein. Sehen Sie mich als normalen Passagier an. Einen, der rein zufällig mit einer großen Klinge auf Sie zielt. Ja, macht er nix. Nochmal eine Runde. Ich will nur, dass er ein bisschen Sport macht. Komm. So ein Lokomotivführer, da steht er nur rum und drückt ein paar Knöpfe und bedient ein paar Hebel. Ist ja langweilig. Dann macht er nicht so viel Sport, deshalb müssen wir jetzt ein bisschen mit ihm joggen. Alter. Jetzt kommen wir da, ja? Hallo? Los! Na, nimm deine Dreckshände von mir! Was macht? So, los geht's. Wären Sie wohl so freundlich, mir etwas Dampf zu machen?
ist immer noch nicht. Richtig! Starrick wird schon bald in die Knie gehen. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Entschuldige, ich muss los. Besuche mich gerne mal wieder. Mr. Roth. Was ist mit dem los, ey? Jawohl, wir haben es geschafft. Perfekt. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.